Ich lese das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Und ich bin angekommen in 5 Genetik. Punkt 2, Zwillings- und Adoptionsstudien. Zwillings- und Adoptionsstudien, die den Kern menschlicher Verhaltensgenetik bilden, haben zum Ziel, Aussagen darüber zu treffen, ob Gene an der Entwicklung menschlichen Verhaltens beteiligt sind. Dass die Umwelt Teil dieser Entwicklung ist, ist mehr oder weniger offensichtlich, da Verhalten nur im Kontext von Umwelt stattfinden kann. Genauer gesagt versucht die menschliche Verhaltensgenetik, Aussagen darüber zu treffen, bis zu welchem Grad Unterschiede im Verhalten einer bestimmten Population auf genetische Unterschiede zurückzuführen sind. In Klammern genetischer Einfluss oder genetische Schätzung, Klammer zu, und bis zu welchem Grad auf Unterschiede in Umweltfaktoren, in Klammern umweltbedingter Einfluss oder umweltbedingte Schätzung, Klammer zu. Damit endet der erste Absatz.